Galaxie komplett, juhu, wir haben zur Abwechslung mal nochmal eine Galaxie abgeschlossen. Super Sache. Okay. Und ich habe eine neue Galaxie entdeckt. Was für ein Zufall. Schön. Und hier können wir jetzt natürlich uns... Oh, da ist auch eine neue. Die wollen wir uns doch auch noch ansehen. Aber erstmal will Rosalina wahrscheinlich wieder mit uns quatschen, oder? Wir haben herausgefunden, wo die dir kostbare Person ist. Ja, im Zentrum des Universums. Das irgendwie der weitest entfernte Punkt ist, was unlogisch ist. Betrachte die Platte zu deinen Füßen. Ich betrachte die Platte zu meinen Füßen. Was steht da? 01? Das ist die Sternenkraft, die zum Erreichen deines Zielorts dem Zentrum des Universums nötig ist. Ein Stern. Ein Stern ist nötig, um das Universum zu erreichen, das Zentrum des Universums zu erreichen. Ich habe aber doch schon 5. Oder würdet ihr mir damit sagen, mir fehlt nur noch eine? Wenn du Powersterne zurückholst, nimm diese Zahl ab. Gut, die Zahl wurde mir vorher nie angezeigt. Also waren die ganzen Powersterne, die ich besitzt geholt habe, umsonst oder was? Und wenn sie auf 0 sinkt, wird die Sternwarte auf dem Kometen wieder als Sternenschiff fungieren. Dann können wir uns wohl auch dem Zentrum des Universums nähern. Ja, ja, das können wir dann. Speichern natürlich, ja. Oh Mann. Irgendwie, ich weiß nicht. Also, Entschuldigung, wenn ich mit dem Kram hier ein bisschen kritisch bin, storytechnisch, aber es ist alles ein bisschen dumm. Ganz ehrlich, es ist dumm, aber es spielt sich schön. Die Kraft der Sternwarte des Kometen ist zurückgekehrt und sie fungiert wieder als Sternenschiff. Ja. Ihr wollt mich verarschen, oder? Also, die ganze Zeit wurde da natürlich keine Nummer angezeigt. Und jetzt, wo eine angezeigt wird, und zwar eine 1, wurden die nur angezeigt, um dann auf 0 fallen zu können, damit wir wissen, oh, jetzt hat das Raumschiff wieder Saft. Sie hätte auch sagen können, ja, Mario, hast du super gemacht, du hast genug Sterne zurückgebracht, jetzt können wir zum Zentrum des Universums fliegen. Aber nee, die müssen dann so einen Aufstand drum machen. Ah, unmöglich. Endlich ist die Zeit gekommen. Gehst du zum Zentrum des Universums, wo der dir kostbare Mensch wartet? Warte. Wenn du bereit bist, melde dich bei mir. Zum Zentrum des Universums. Ist das die Galaxie, die noch fehlt? Fragezeichen. Man weiß nicht, aber eigentlich sollte hier noch eine Galaxie sein. Ich kann nur dummerweise die Kamera mal wieder nicht drehen. Wow. Hier ist sogar keine Galaxie. Ich weiß auch nicht. Der Toad will auch nichts von mir. Ja gut, dann gehen wir eben. Diesmal wollte ich wirklich mit dir sprechen, nicht auf dich drauf springen. Endlich ist die Zeit gekommen. Gehst du zum Zentrum des Universums, wo der dir kostbare Mensch wartet? Ich gehe heroisch und überschwänglich und mutig und... Dann lass uns gehen. Genau, mir fehlen sowieso die Worte. Also, gehen wir. Das Zentrum des Universums. Okay, man kann sehen, ich mache Fortschritte in diesem Spiel. Oh, wow. Hat sie jetzt mit einem Zauberstab das Zentrum des Universums erstmal erschaffen oder so? Weil irgendwie... Ah, nee, ist klar. Jetzt wird also tatsächlich aus der Sternwarte ein Sternenschiff. Interessant. Was diese Schutzhülle drumherum soll, weiß ich nicht. Die haben wir die ganze Zeit nicht gebraucht, aber egal. Schön, wenn sie da ist. Und das ist also das Zentrum des Universums. Und wir wissen ja, dass das Zentrum am weitesten von allem anderen entfernt ist. Macht Sinn. Oh, da ist eine ganze Kriegsflotte von Bowser schon. Jetzt weiß ich, wofür das Schild gebaut wurde. Und UFOs. Was haben die UFOs mit dem Spiel zu tun? Wo kommen die her? Wer hat die gebaut? Das ist gar nicht Bowser-Stil. Über das Schloss gelangst du an deinen Freund. Sie sind dort. Beeil dich. Ich hätte mal eher lesen sollen, was da steht, statt mich hier über das Spiel lustig zu machen. Okay. Über das Schloss gelangst du an deinen Freund. Ja, das Schloss, genau. Wir erinnern uns, ganz am Anfang vom Spiel hat Bowser nicht einfach die Prinzessin entführt, sondern gleich das ganze Schloss. Mit Hilfe seiner Luftschiff-Armada und er hat seine Flagge dort gerissen. Wow. So groß wie Bowser in dem Spiel ist, dürfte der eigentlich gar nicht die Tür reingekommen sein in dem Ding. Aber egal, um die Flagge zu hissen, muss er ja nicht rein, sondern nur drauf. Das Schicksal des Universums. Oh mein Gott. Hat nicht irgendjemand gesagt, ich bräuchte 70 Sterne, um ins letzte Level zu kommen? Wenn das jetzt das letzte Level ist, Leute. Bowsers Galaxienfabrik. Wow. Wenn das jetzt das letzte Level ist und ich das versehentlich spiele, weil ihr gesagt habt, ich kann jetzt mit 70 Sternen rein, dann ist das eure Schuld. Bäh. Also gut, gucken wir uns das mal an. Ich habe Mama gefragt.
Du kämpfst nicht nur für uns, sondern auch für deine geliebte Person zu befreien und so. Und überhaupt, pass gut auf dich auf. Und was auch geschieht, verlier bloß nicht. Genau. Was willst du mir sagen? Diese Lichtkegel haben ihre eigene Gravitation. Folge ihnen. Okay, ich soll einen Lichtkegel? Ach so. Oh, das ist gut. Das ist genial. Das ist mal ein Feature. Das gefällt mir. Zack. Geil. Also, wir laufen an der Wand, aber nur solange wir uns innerhalb dieses Lichtkegels befinden. Und wenn das irgendwann nicht mehr der Fall ist, dann fallen wir eben runter. Zack. Ja. Das sollte man natürlich nicht an der Stelle machen, wo kein Boden ist oder dergleichen. Aber genial. Also, Nintendo, Respekt, das ist eine Idee. Muss ich euch mal neidlos zugestehen. Wow, vor allem neidlos, ja. Ich meine, warum sollte ich neidisch auf die sein? Ich darf ja das Spiel spielen. Die hatten die Arbeit, ich darf's spielen. Ja, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Aber das heißt ja nicht, dass man die Arbeit selber machen muss. Jetzt hätte ich mich noch fast umgebracht bei der Kacke hier. Ja. Aber darauf wird's rauslaufen, ne? Also, die Lichtkegel werden natürlich immer schwerere Passagen für euch bereithalten. Für mich bereithalten in dem Fall. Und irgendwann wird's wahrscheinlich so brutal sein, dass ich, in meinen Tod stürze. Weil das wäre irgendwie naheliegend. Oh, geht das Ding unter? Nee. Die bewegen sich zwar alle, aber die gehen nicht unter. Da bin ich dagegen. Ich kann die Kamera nicht drehen, also weiß ich nicht, was ich machen soll. Das sieht nämlich nicht so aus, als könnte ich drauf laufen. Das hat so eine glatte Oberfläche. Aalglatt. Kamera drehen geht nicht. Ich kann sie nicht zentrieren, ich kann sie nicht drehen. Bleiben mir ja nicht viele Möglichkeiten übrig. Aber egal. Das hat ja irgendwie geklappt. Man kann doch drauf gehen. Ja, drauf gehen, genau. Drauf gehen kann ich auch. Das ist wohl wahr. Und ich bin auch auf dem besten Wege, drauf zu gehen. Aber bis jetzt habe ich mich gut gehalten, denke ich mal, oder? Ich wollte die Sternenteile haben. Okay, hier ist Eile geboten. Oder gefragt, oder was auch immer. Weil die Plattform abstürzt. Okay, das weiß man. Wow! Die Dinger sind auch noch rutschig. Nein! Okay. Naja. Gut, ich habe zwar ein Leben verloren, aber wenigstens habe ich ein Leben verloren, das ich vorher eingesammelt habe. Also sollte uns mal egal sein. Stört uns nicht weiter. Außerdem kriege ich auf die Art und Weise mehr Sternteile. Ja, je öfter ich verrecke in der Welt, desto mehr Sternteile kriege ich. Ist das nicht super? Das ist eigentlich ein bisschen dämlich, wenn man drüber nachdenkt, ne? Also, in der Theorie braucht man in diesem Spiel die Sternteile, um weiterkommen zu können, um Galaxien zu erschaffen und so ein Scheiß. Und es sollte dann eigentlich nicht so extrem einfach sein, die Dinger zu farmen. Stellt euch mal vor, ihr habt 20 Leben oder so und geht in eine Welt, wo es an einer Stelle verdammt viel Sternteile einzusammeln gibt. Und das ist dann auch noch in der Nähe von einem Checkpoint am besten. Und dann sammelt ihr die immer wieder ein, lasst euch dann draufgehen, sammelt sie wieder ein und wieder und... Oh! Okay, das hätte ins Auge gehen können. Alles stürzt ein. Es ist geil. Die Ideen hier sind mal wieder erstklassig. Also klar, abstürzende Plattformen sind jetzt nichts Neues und so. Und wenn diese abstürzenden Plattformen aus Eis sind und dadurch rutschig sind, ist das auch jetzt nicht die Innovation. Aber es macht Spaß so. Irgendwie es ist vielleicht nicht die Weltneuheit gerade. Mal abgesehen von der Sache mit der Gravitation auf jeden Fall. Aber es macht echt Spaß. Und das hier ist auch irgendwie ziemlich cool. Also kann mir keiner was anderes erzählen. Das ist schon irgendwo herausfordernd. Wow. Ich wollte eigentlich auf die Plattform springen. Aber okay. Ja, machen wir das Ganze nochmal. Und nochmal und nochmal und immer wieder. Und ich habe ein Leben gekriegt. Juhu. Oh, die Plattform geht doch komplett runter. Wenn ich noch ein paar Leben mehr kriege, dann ja. Dann, keine Ahnung, dann gehe ich auch nicht Game Over oder so, aber Game Over gehen in dem Spiel ist sowieso nicht so einfach. Obwohl ich in dem Level hier jetzt vermutlich mehrere Leben verlieren werde, mal wieder. Also das ist mal ein Wow! Wow, das hätte auch in die Hose gehen können, oder ins Auge, oder sonst wohin. Ja, also die Welt, die hat es schon in sich, muss ich sagen. Man sollte jetzt nicht so überschwänglich, übereilig, zu schnell, zu, keine Ahnung, zu forsch durch das Ganze hier durchrennen, denke ich mal. Aber andererseits, die Welt ist so gemacht, dass man durchrennen muss. Vielleicht nicht so extrem, wie ich das gerade mache, aber an sich schon. Also,
ja, es ist Eile geboten. Und es macht Spaß. Es ist schön. Also, es ist sowieso was anderes. Wenn man sich in einem Level beeilen muss, dann ist der Schwierigkeitsgrad gleich wieder ganz anders, als wenn man sich alle Zeit der Welt lassen könnte. Das war dumm. Was mache ich hier für einen Scheiß? Und Schwierigkeitsgrad ist das, ist was Wichtiges. Also, klar, ein Spiel muss nicht unspielbar schwer sein, aber es sollte schon irgendwo eine Herausforderung sein, oder? Und die habe ich jetzt hier gerade. Also, ich glaube, das ist das erste Mal im Spiel, wo ich wirklich sagen muss, ja, ich gehe andauernd drauf und das ist nicht allein durch Unfähigkeit von mir und nicht allein durch Unfairheit vom Spiel, weil es mich irgendwie mit Kamerasteuerung in den Tod steuert oder so. Also, diesmal ist es wirklich... Ja, dann bin ich so. Sterbe ich jetzt oder was? Nee. Okay, das hat gerade komisch ausgesehen. Hat das die ganze Zeit so ausgesehen? Ich weiß nicht. Also was ich sagen will ist, hier bin ich das erste Mal wirklich gefordert in dem Level, habe ich den Eindruck. Und, ja, vielleicht nicht das erste Mal, aber diesmal bin ich wirklich merklich gefordert und, es macht Spaß. Es ist schön mal was zu spielen, wo ich wirklich, nur durch gut spielen durchkommen kann oder, naja, durch einigermaßen brauchbar spielen durchkommen kann. Und wo ich nicht durch irgendwie die Kamera geärgert werde oder sonst was. Also, ja, ich denke, ihr wisst, worauf ich im Prinzip raus will. Es ist eins von wenigen Leveln, wo ich wirklich gefordert bin und das macht mir Spaß gerade. Wow, was ist passiert? Ich würde die Kamera gerne so drehen, dass ich wieder was sehe. Ja, so ist gut. Okay. Und diesmal klappt das auch. Wunderbar. Ja, also da habe ich mich länger dran aufgehalten, als ich eigentlich wollte. Aber passiert dann eben. Oh, und jetzt fallen die auch runter? Okay. Hallo, machst du einen Wandsprung? Dankeschön. Oh, ach so, jetzt haben wir auch noch eine umgedrehte Schwerkraft. Okay. Also langsam wird's interessant hier. Naja, was heißt langsam wird's interessant? Das Level war von Anfang an interessant, aber die Ideen, geil. Es macht Spaß. Ist hier Eile geboten oder? Nee, ne? Da könnte man sich auch Zeit lassen, denke ich. Und es wäre sogar besser, sich Zeit zu lassen, weil allzu viele Treffer von diesen Bullet Bills sollte man natürlich nicht kassieren im Spiel. Ja, von denen sollte man sich auch nicht platt stampfen lassen. Also wieder ein Grund, sich Zeit zu lassen. Hier könnte man nochmal irgendwo ein Leben liegen, finde ich. Das wäre angebracht, meiner Meinung nach. Wow. Da war jetzt irgendwo der Wurm drin. Ich konnte nämlich irgendwie gerade nicht springen. Wow. Also das ist für mich besser ausgegangen, als ich jemals erwartet hätte. Ich habe mich ja eigentlich schon tot gesehen in dem Moment, in dem ich in die Lava gefallen bin, aber okay. Ja, irgendwie gehen die Plattformen ein kleines Stück runter, wenn man drauf springt. Der fliegt nur geradeaus, oder? Ja, gut. Die Plattformen gehen ein kleines Stück runter und dadurch hatte ich irgendwie den falschen Eindruck gewonnen, dass ich springe, obwohl ich nicht gesprungen bin. Und Hickhack und hinher und sowieso und bliblablub. Und das hat mich so verwirrt, dass ich eben, ja, Entschuldigung, ich musste mich jetzt von dem treffen lassen. Ich hatte ja keine große Wahl. Okay, und jetzt durch. Oh Mist, das war nicht gut. Komm schon, hoch! Yeah, Mario! Ich wollte einen Wendesprung machen, mal wieder. Schade. Die Stelle ist cool. Ah, komm schon. Oh, ich darf hier wieder anfangen. Das ist schlecht, weil hierbei werde ich wahrscheinlich verrecken. Das habe ich ja vorhin schon nur durch Glück irgendwie überstanden. Oh. Skill, lass mich nicht im Stich. Was ist Skill? Ja, das habe ich vor kurzem im Mario Kart Wii Video genannt, oder? Was ist Skill? Oh, Mann. Okay. Oh, ich habe schon über 200 Sternenteile gesammelt. Level. Das ist pervers. Also das sind allein schon 4 Leben, aber naja. Das 5. kommt bald. Schön. Ich habe gerade nicht mehr dran gedacht, dass da auf mich geschossen wird, aber ging ja nochmal gut. Okay, da gibt's ein Leben, das will ich aber eigentlich gar nicht. Da kommt ein Bullet Bill und noch ein Bullet Bill. Und der fliegt gegen Wump und der andere.
liegt sonst wohin? Verdammt, jetzt hat er mich doch noch gesehen. Ich habe gedacht, er würde mich nicht mehr... Jetzt ist wieder das passiert, was ich eben gesagt habe. Ne. Also, man springt auf diese Plattform, die gehen dann ein Stück runter und irgendwie kann man dann in dem Moment nicht springen, habe ich den Eindruck. Aber vielleicht liegt das auch nur an mir und in Wirklichkeit kann ich springen und Mario macht es einfach nicht, weil er keine Lust hat oder so. Ich muss da wirklich besser aufpassen an der Stelle. Na toll, hier werde ich irgendwie immer getroffen, egal wie ich es mache. Das ist ärgerlich, aber Schicksal. Gut, holen wir uns nochmal ein Leben hier. Ja, also irgendwie funktioniert mein Sensor gerade, nur wenn er gerade Lust hat. Und da oben komme ich nicht mehr dran. Gut. So, wenn ihr schießen wollt, dann schießt. Ich bin bereit. Jetzt wollen sie nicht schießen. Aber beim nächsten. Ja. Gib mir einen Münzug. Dankeschön. Und dann gehen wir mal rüber. Wow. Wow. Das war schon extrem... Au, so ist sie verdächtig. Verdächtig, okay. Damit habe ich jetzt gerade überhaupt nicht mehr gerechnet, dass der noch kommen würde. Aber, ist halt dann mal so. Ich lebe damit. Mario muss auch damit leben. So. Kommt schon. Ja, gut. Ich wusste nicht, wo ich jetzt noch hingehen sollte. Dieser blöde Bullet Bill, Banzai Bill, schick. Fick dich, ja. Ja, dieser Bullet-Bill, der mich hier verfolgt hat, wie hätte ich den loswerden sollen? Ich durfte ja nicht mehr getroffen werden. Ich hatte ja keine Energie mehr. Also, wie hätte ich das Ding loswerden können? Das habe ich nicht geblickt jetzt. Beim letzten Mal hatte ich einfach ein Stückchen Energie mehr, als ich an der Stelle war und habe mich dann absichtlich von ihm treffen lassen, damit mir bloß nichts passiert. Aber, das konnte ich mir diesmal nicht leisten, weil noch ein Treffer und ich wäre tot. Deshalb habe ich versucht, an die Münze zu springen. Und dann ist mir aber aufgefallen, oh verdammt, wenn du da an die Münze gehst, dann kommt dir der Banzai-Bill entgegen und dann ist es vorbei. Und, ja, blödes Spiel. So, Münze. Dankeschön. So, diesmal lass mich in Ruhe. Okay. Denk. Wie komme ich da am besten durch? Die Bullet Bills sind das Problem. Ganz klar. Aber... Ja, jetzt ist wieder der Kack passiert, von dem ich die ganze Zeit rede. Ja, und ich kann den Dingern nicht ausweichen. Das ist nicht möglich. War ein Versuch wert. Diesmal hat der Wendesprung sogar geklappt, aber... Nö.